Das kommt jetzt gleich. Ich weiß. Ja. Oder das kann Kapitel geschafft. Ja, ein Kapitel ist geschafft, das zweite Zukunftskapitel haben wir aber noch. Mal schauen. Also bis 8 mache ich vielleicht noch. Gut. Das wird reichen. Die Sabiris werden uns hier nicht zurechtfinden. Erzähl uns alles, Reptane. In der Zukunft. Wie kam es zur Lähmung des Planeten? Der Grund für die Lähmung des Planeten. Der Grund liegt noch in eurer Welt, in der Welt der Vergangenheit. Die Lähmung des Planeten begann mit dem Einsturz des Zeitraums, auf dem Dialga regierte. Dialga? Wer ist das? Das ist mein Opa natürlich. Das legendäre Pokémon, das die Zeit beherrscht. Von Zeitraum aus stellte Dialga sicher, dass die Zeit richtig floss. Doch als der Zeitraum einstürzte, damals geriet die Zeit allmählich also Kontrolle. Und letzten Endes trat die Lähmung des Planeten ein. Was? Was wurde aus Dialga? Natürlich ist er außer Kontrolle. Naja, als die Zeit ineinander kam, geriet er außer Kontrolle. Hier in eurer Zukunft ist der Planet nun vollständig gelähmt. Deshalb hat Dialga fast komplett den Verstand verloren. Und ist in der Dunkelheit verfallen. Dialga ist jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist zu einem völlig anderen Wesen geworden. Ja. Ein Wesen. Es hat sich in die ursprüngliche Kreatur Schattendialga verwandelt. Okay. Schattendialga empfindet keinerlei Emotionen. Sein einziges Ziel ist die Selbsterhaltung. Darum will es verhindern, dass die Geschichte geändert wird. Deshalb will Dialga mich loswerden. Weil ich versucht habe, den Lauf der Geschichte zu verändern. Weil ich versucht habe, die Lebung des Planeten zu verhindern. Weil ich aus dieser Welt, aus eurer Zukunft, in die Vergangenheit, in eure Welt gereist bin. Was? Reptane, du sagst also, du bist in unsere Welt gekommen, um die Lähmung des Planeten zu verhindern? Aber das ist das genaue Gegenteil von dem, was man uns gesagt hat. Reptane, du bist in unsere Welt gekommen, um den Planeten zu lähmen, oder? Und Reptane, hast du nicht die Zahnräder der Zeit gestohlen? Ja, alles aus der Reihe. Das soll wohl ein Scherz sein. Ich habe die Zahnräder der Zeit gesammelt. Und das nur, weil ich sie gebraucht habe, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich musste sie zum Zeitturm bringen, um sie an ihre Stelle zu retten. Als hätte er den Einsturz des Zeitturms rückgängig gemacht, der zu eurer Zeit bereits im Gange war. Es stimmt so, dass die Zeit in einem Gebiet stehen bleibt, wenn man seinen Zahnrad der Zeit entfernt. Also es ist nur vorübergehend, wenn die Zahnräder Zeit in den Zeitturm eingesetzt worden wären. Dann wäre die Zeit überall wieder in euren Normalzustand zurückversetzt worden. Was auch immer. Okay, ich lese einfach so weiter. Aber was ist dann mit all dem, was Zwirfinst über dich gesagt hat? Er sagte zum Beispiel, dass du in der Zukunft ein gesuchter Verbrecher bist. Und wie du aus der Zukunft geflohen bist, nur um dich in die Welt der Vergangenheit zu flüchten. Du sagst also, dass das alles nur ein Haufen Lügen war? Was sollte das sonst sein? Zwirfinst ist nämlich in Wirklichkeit... Nun, er ist ein Agent, der den Schattendialga aus der Zukunft geschickt hat, um mich aus dem Weg zu räumen. Was? Zwirfinst wurde geschickt, um dich aus dem Weg zu räumen? Genau. Ich habe ja gesagt, dass Schattendialga... Nun, es will jeden Versuch, den Verlauf der Geschichte zu verändern, verhindern. Als es erfuhr, dass ich durch die Zeit reise, zu diesem Zeitpunkt beschloss es, mir Zwirfinst hinterherzuschicken. Der große Zwirfinst? Das kann nicht sein. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Du sagst das alles über den großen Zwirfinst. Ich verstehe nicht, warum sich Zwirfinst hier so verhält, aber ich hatte großen Respekt vor Zwirfinst. Ich kann dir nicht glauben. Es ist schwer zu akzeptieren, aber wenn ich daran denke, was wir in dieser zukünftigen Welt erleben mussten, dann kommen mir die Worte von Reptane vernünftig vor. Es ergibt wirklich Sinn. Und Fliege weiß es. Fliege weiß im Grunde, dass Reptane die Wahrheit sagt. Aber das zu wissen, macht es fast noch schwerer, es zu akzeptieren. Aber... Hey, wo gehst du hin? Ich gehe zu Zwirfinst. Was? Ja, doch, du bist wieder da, sag doch was. Ich will Zwirfinst sehen. Ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast.
Was soll denn das bringen? Du machst es ihnen nur leichter, dich aus dem Weg zu räumen. Du hast keine Chance gegen sie, weil es Pokémon nicht. Und was soll ich dann tun? Was du tun sollst? Hast du dich das nicht schon zuvor gefragt? Und hast du nicht beschlossen, dass du für dich selbst entscheidest? Weil du nicht wusstest, was du glauben sollst. Darum wolltest du meine Worte nicht für bare Münze nehmen. Die Musik hier ist gerade so schön. Sondern selbst nachzudenken. In schweren Momenten wie diesen musst du stark sein. Überlege selbst und tue dann, was du für das Richtige hältst. Reptane, was hast du jetzt vor? Ich gehe wieder in die Vergangenheit, um die Lebung von Ihnen zu verhindern. Und um das zu erreichen, dazu muss ich Celebi finden. Celebi? Genau. Ihr könnt mitkommen oder nicht, es ist eure Wahl. Es ist meine Freundin, aber entscheidet ihr selbst, was ihr tun wollt. Ich bin weg. Celebi und Reptane sind im Super Mystery Dungeon auch drin. Ich weiß auch nicht, was ich glauben soll, aber es gibt eine Sache, die ich mit Sicherheit sagen kann. In dieser zukünftigen Welt der Dunkelheit, in dieser Zeit ist der Planet gelähmt. Die Lähmung unseres Planeten ist in unserer Zeit geschehen. Um dies zu verhindern, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen wieder in die Vergangenheit. Wir müssen zurück in unsere Zeit. In die Wangen von Pikachu etwas da dick aufgeplustert, immer wenn er wütend ist. Kinan, ja, ich weiß, was Reptane gesagt hat. Reptane hat recht. Es kommen harte Zeiten. Darum müssen wir jetzt stark sein. Ich bin in Ordnung. Gehen wir. Holen wir Reptane ein. Kinan, wir müssen wieder zurück. Zurück in unsere Zeit. Ich überlege gerade, gab es nicht noch einen anderen Bosskampf gleich? Also nach danach? Ungefähr? Nicht, dass ich es wüsste. Zwölfins kommt erst kurz vor Ende. Das ist der vorletzte Boss von der Hauptstory. Danach kommt er natürlich, ne? Ja, Dialga ist der Endboss. Das ist ab dieser Stelle vom Spiel so oder so klar. Ja. Meister Dialga. Das Feld wurde für die Ergreifung der Verräter vorbereitet. Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir vielleicht um deine Hilfe bitten, Mr. Meister Dialga. Wie du wünschst. Mit deiner Erlaubnis werden wir fortschreiten. Ey komm, XY-Leute, Sun-Moon-Leute, ihr wisst vom Schattendialger. Urform. Ja, ich hab's mir auch schon gedacht, so eine Urform, wie es von Proto-Groudon und Proto-Kyogre der Fall war. Sehen wir jetzt Schatten. Ja. Das Primal-Dialger. Ja, Primal Dialga ist die englische Version davon und die passt eigentlich auch ein bisschen besser. Ja gut. Was war das für eine seltsame Empfindung? Ich hatte dieses seltsame Gefühl noch nie zuvor. Wo sind wir? Dies ist der düstere Wald. Der Name rührt von einem dunklen Nebel her, der ihn ständig einbindet. Tief in diesem Wald sollten wir Celebi finden. Hey Reptane, du hast den Namen schon einmal erwähnt, aber wer ist Celebi? Celebi ist meine Freundin und das legendäre Zeitreise-Pokémon. Es hat die Fähigkeit, die Zeit zu durchqueren. Aber, naja, es ist ein bisschen eigen. Wie auch immer, Celebi halt mit seiner Fähigkeit in die Vergangenheit zu reisen. Wenn wir also Celebi finden, können wir dann wieder in unsere Welt zurück? Ja, ihr könnt zurückkehren. Aber Celebi ist das Pokémon, das mich in die Vergangenheit geschickt hat. Das bedeutet, dass Celebi die Veränderung der Geschichte unterstützt hat. Warte mal, willst du damit sagen, dass Celebi auch in Schwierigkeiten steckt? Genau, richtig. Schlassendialga hat es auch auf Celebi abgesehen. Es gibt also keine Zeit zu verlieren. Macht euch bereit, wir müssen Celebi finden. So. Na, wir wissen, Reptiles Freundin ist Celebi. Ist ja kein großes Geheimnis, ne? Oh Mann, ich hab
viel zu viel Schrott hier drin. Ja. Ich hab keine. Ich würde sagen, durch diesen Wunderbrief, ne, kriegst du einen Sonnenstein. Nett gemeint, aber ich habe nicht vor, mich zu entwickeln. Aber. Ich will aber. Ein kleines, süßes Pika bleiben. Nein! Du wirst Reitschuh. Du wirst ein Reitschuh, das sag ich dir. Ich meine, wir werden kein Reitschuh werden. Ich will aber ein kleines, süßes Pika bleiben. Ich dachte, wir sollten ein Reitschuh sein. Was braucht man nochmal für Lucario als Item? Ein Sonnenschal. Sonnenschal? Ja, das ist ein Item, das es nur in Mystery Dungeon gibt. Ja, das ist klar, das weiß ich. So, recht viel mehr mache ich hier nicht mehr. Du darfst wieder vorlesen. Also ja, eure Vorbereitung scheint abgeschlossen zu sein. Dann lass uns gehen. Wir werden Celebi finden und in die Vergangenheit zurückkehren. Gehen wir. Oh, warte, geh noch nicht. Was ist los? Wenn wir drei in unsere Welt zurückkehren, Reptane, wirst du dann wie bisher die Zahnräder der Zeit stehlen? Nun, das werde ich. Anders kann die Lebung des Planeten nicht aufgehalten werden. Aber ich, Reptane, ich bin noch nicht überzeugt. Ich vertraue dir noch nicht völlig. Ich arbeite nur mit dir zusammen, weil ich wieder in unsere eigene Welt zurück will. Wenn wir es schaffen, zurückzukommen, Reptane, dann werde ich herausfinden, ob du die Zahnräder der Zeit wirklich gestohlen hast und die Lähmung des Planeten zu stoppen. Reptane, wenn ich zu dem Schluss kommen sollte, dass du die Zahnräder der Zeit zu Unrecht gestohlen hast, dann werde ich dich aufhalten, Reptane. Du, was du nicht lassen kannst, aber denk daran. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir wieder sicher in eure Welt gelangen. Also fürs Erste, solltet ihr euch darauf konzentrieren, sicher nach Hause zu kommen. Gehen wir. Ich erst was oder so. Ich kann es spüren. Ich fühle etwas Seltsames. Hm? Was gibt es, Kilian? Ich weiß es einfach. Ich habe schon einmal so etwas gespürt. Es war. Das ist es. Es war als. Der Flashback war vielleicht sogar mal wirklich notwendig, weil der ist ein bisschen länger her. Das dachte ich mir. Dieses Gefühl war ähnlich wie jenes, das ich damals hatte. Du bist wieder dran mit Vorlesen. Ja, hey, was macht ihr da? Beeilung. Wir müssen uns beeilen, Kilian. Ich müsste in diesem ganzen Let's Play eigentlich mal den Counter einbauen, wie oft mein Partner meinen Namen erwähnt. Weil die Zahl bleibt nicht zweistellig. Hätte auch vormachen müssen, ne? Oh ja, hier gibt's Knacksel. Ich das wieder liebe. Da habe ich schon die Resistenz vom Drachentyp und noch die Immunität vom Bodentyp. Ja, super. Na gut, die zwei schlimmsten Dungeons, die ich sonst immer so habe, die habe ich hinter mir. Einer der schlimmsten kommt relativ am Anfang. Und da habe ich, egal mit welchen Pokémon, Probleme. Ich muss sagen. Energieball? Oha. Wie viel TMs liegen hier rum? Steinhagel jetzt auch noch? Okay. So viele TMs. Ich komme da echt nicht mehr drauf klar. Ja. Knacks ist nice. Ich mag ja Knacks im Competitive-Bereich auch, muss ich sagen. Ja, ist ja auch noch im NU. Also kein NFE. Was ich aber nicht verstehen kann, warum es im NU ist. Ich meine, es hat ja was drauf vom Ding her auch. Besser als andere. Was hält denn das Viech aus? Etwas. Hm. Ich glaube, so Evolit-Knacks ist sehr gut. Evolit-Pokémon sind allgemein richtig gut.
Und ich verstehe wirklich nicht, warum Knarks im MU ist, weil Knarks hat eigentlich schon eine gute Angriffsstärke. Und Movepool ist eigentlich auch vom Ding her gut, finde ich. Ja, der Angriff ist noch bei 90, wenn ich mich nicht täusche. Ist doch in Ordnung. Ja. Ich überlege was anderes. Für nicht entwickeltes Pokémon ist das auf jeden Fall in Ordnung. Und macht der Evolution drauf. Nebendran hat es dann noch eine relativ gute Init. 82er. Ja. Init steigt, steigt bis Knarkrag ja auch nur noch um 20 Punkte. Nur. Wie gesagt, Evolid, was den kann, was reißen, ne? Mit dem nur ist dann auch wieder so eine Sache. So, jetzt muss ich mal wieder ein paar Samen loswerden. Überleg, manche sind da trotzdem extrem schnell, ne? Ja, 82 Init ist eigentlich richtig gut. Also ich würde so sagen, Knarkse ist fürs NFE eher schon geschaffen, muss ich sagen. Weil, ja, ne? Das Evolid drauf und dann tankst du auch das, das ne? NU ist, ist über dem NFE. Umgekehrt. Das NU... Ja, doch, stimmt. Das NU ist über dem NFE von der Rangfolge. Ja? Ja, das NFE, das ist das Tier für die nicht voll entwickelten Pokémon. Und da sind wirklich nur die Sachen drin, die... Nein, hörst du auf, Kugelsat hier zu machen? Oh, schade. Warte, das haben wir ja ganz in der Nacht, ne? Ach, Kugelsaat, das ist... Ich muss sagen, den Düsterwald hasse ich auch. Das ist ein Ort, den ich nicht mag, der Düsterwald. Ich hab hier doch mehr als genug Sinelbeeren noch, oder? Eine. Also Düsterwald ist wirklich der... Ist das der Ort, an dem Celebi sich aufhalten soll? So ist es. Es war hier. Irgendwo, als ich das letzte Mal traf. Aber falls auch Schattenjäger diesen Ort kennt, dann wird Celebi von hier geflohen sein. Wenn dieser Ort unseren Verfolgern jedoch nicht bekannt ist, dann soll Celebi noch hier sein. Hallo, Celebi? Ich bin es, Reptile. Zeig dich, falls du hier bist. Es zeigt sich nicht. Wurde es von Schattenjäger verscheucht? Was wäre, wenn es von Schattenjäger gefangen genommen wurde? Gefangen genommen? Oha, wo kam diese Stimme her? Aber jetzt höre ich nichts mehr. Diese Stimme, habe ich mir das eingebildet? Das war keine Einbildung. Ich gefangen genommen? Was für eine Beleidigung. Gefangen genommen. Unmöglich, das steht fest. Wie konnte man ja, glaube ich, auch in Zeitfang. Das einzige Spiel, in dem es möglich ist, diese Celebi ins Team zu kriegen, ist Super Mystery Dungeon. Und da habe ich es auch. Ich meine auch Zeit. Zeit kannst du es auch kriegen. Und Mewtwo kannst du in Dunkelheit, glaube ich, oder so kriegen. Ich über das Spiel kurz. Ich habe nämlich die Verpackung noch unten bei der Liege. Ich schau mal kurz nach. Wir haben uns zu lange nicht gesehen, mein lieber Reptane. Bist du jetzt noch da oder muss ich wieder vorlesen? Das nehme ich als Nein. Ja, es ist eine Weile her, Celebi. Was? Dieses kleine Ding ist Celebi? Das ist jetzt aber wirklich unverschämt. Wie ungezogen, sich über meine zierliche Proportion lustig zu machen. Tut mir leid. Ich habe gehört, dass du die Zeit durchqueren kannst. Deswegen erwarte ich, dass du ein sehr ehrfurchterregendes Pokémon sein würdest. Wie ungehobelt. Man sollte niemanden nach seinem Äußeren beurteilen. Aber ich vergebe dir. Schließlich, nun, du findest mich bestimmt niedlicher und außergewöhnlicher als erwartet. ja. Celebi, ich brauche wieder deine Hilfe. Ich weiß. Dich hier zu sehen, mein lieber Reptan, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist zurückgekommen, weil deine Mission in der Vergangenheit gescheitert ist, ja? Ja, das stimmt. Wer da?
Ich hoffe, dass du es dieses Mal schaffst. Ich habe langsam genug hiervon. Dieser dunklen, trostlosen Welt zu leben ist ziemlich deprimierend. Tut mir leid, keine Zeit für Schwätzchen. Die Sobides verfolgen uns. Wenn wir nicht bald gehen, handeln wir die Ärger ein. Nicht weiter tragisch, kein Grund zur Beunruhigung. Lass diese Sobides nur kommen, darüber mache ich mir keine Gedanken. Wenn ihr dann so nett wärt, die Lähmung des Planeten aufzuhalten, das würde uns das Elend dieser Welt der Dunkelheit ersparen. Mein lieber Raptor, in diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Alles klar. Wo ist der Zeittunnel? Der steht bereit. Er ist hier in der Nähe. Zeittunnel liegt auf einer Hochebene über diesem Wald. Das ist gut. Kannst du uns dorthin führen? Ja. Wollt ihr alle drei den Zeittunnel verwenden? Ja, so ist es. Oh, was ist das? Dein Freund? Was? Was? Nein, das kann nicht sein. Stimmt irgendwas nicht, Celebi? Oh, Entschuldigung. Ganz vergessen, dass du wieder da bist. Nein, es ist nichts. Ich hoffe, mein Gespräch. Nun denn, wollen wir auf zum Zeittunnel. Klaut er mir mein Gespräch? Hey Reptane, was ist denn dieser Zeittunnel? Der Zeittunnel ist ein Portal, das Celebi für Zeitreisen verwendet. Es ist ein geheimer Gang über mehrere Dimensionen. Bei kurzen Ausflügen kann ich allein durch die Zeit reisen, aber für größere Reisen, die mehrere Generationen umfassen, muss ich den Zeittunnel verwenden. Oh, also wenn wir durch diesen Zeittunnel gehen... Ja, dann könnt ihr in eure eigene Zeit zurückkehren. Oh, ich kann ihn sehen. Ja, am Fuß des Berges, ne? Da ist der Eingang, der zu der Hochebene hinaufführt. Der Zeittunnel ist da ganz oben. Gut. Wir brechen auf, sobald wir fertig sind.